Ja, Checker-Freunde, Ambiente-Videos, Goda Scala mit der Variante in Weiß, das extra kostet. Ja, wir haben den Style, 150 PS Benziner mit serienmäßigem DSG. Jo, fangen wir rechts an. Gehen wir runter hier in die Türmulde, in die, ich sag mal, in die Türtaschen. Ne? Unten, da passen 1,5 Liter Flaschen rein. Dann unser Knopf ist das elektrische Fensterheberchen. Dann Türöffner, ne? Schön dezent beleuchtet hier. Sieht gut aus. Dann dieses Leuchtband überm Handschuhfach. Sehr edel, Fußraumbeleuchtung. Dann hier Mittelkonsole. Das machen wir ein bisschen schräg. So, gucken wir mal. Ja, das sieht schon sehr edel aus. USB-3-Beleuchtung. Dann ist ja noch ein optional induktives Laden in dem Fach, wo beleuchtet ist. Unsere Klimaautomatik, die ist jetzt gerade aus. Machen wir sie mal an. Zack, so sieht die aus. Ja, dann gehen wir über auf das 8 Zoll. Das ist das mittlere Display. Es gibt noch ein 6 und ein 9 Zoll mit dem großen Navi. Sehr edel, guter Touch. Dann geht das Leuchtband rechts an der Lenksäule vorbei. Start-Stopp-Knopf sieht man hier noch. Ja, hier unten Fußraumbeleuchtung natürlich. Und dann... Wir haben nicht das große TFT-Display mit 10,25 Zoll. Wir haben es noch klassisch, so wurde das halt ausgeliefert. Aber macht nichts. So, dann hier unsere Lenkrad-Bedienungsbeleuchtung. Dann Linkstürgriff. Die vier serienmäßigen elektrischen Fensterheber beim Style. Hoppla. Und dann noch hier unsere Knöpfe fürs Licht. Ne? Ja, und dann noch hier oben. Unser SOS-Knopf, na, wird mal scharf, jawohl. Dann der Schalter fürs Rollen, wir haben das riesen Panoramadach mit dabei, sensationell. So, und dann gehen wir noch nach hinten. Dann haben wir hier auch noch USB-3-Anschluss und auch die Türgriffe beleuchtet. Na, hier hinten und Fensterheber. Ja, so, das ist die totale vom Skoda Scala. Das war's schon. Bis bald, euer Mario. Ciao. Ja, danke fürs Schwabenchecker schauen. Ja, und wenn ihr weiterhin Bock auf uns habt, abonniert uns doch einfach oder lasst einfach einen Daumen hoch da. Und wenn ihr uns weiter verfolgen möchtet, könnt ihr das über Facebook, YouTube und Instagram tun. Da bekommt ihr immer Neuigkeiten, Bilder, Videos, was wir so treiben. Vielen Dank dafür. Jetzt habt ihr hier noch 3 Videos, wo ihr euch anklicken könnt. Schaut es euch an, habt viel Spaß. Wir sagen danke fürs Schauen und bis bald, eure Schwabenchecker. Ciao.